Na gut, 1986, herzlich willkommen zu Miles Morales, Part 46. Sieh dir das an. Willst du ein Haus auf dem Mars? Klar. Ich nehme da meine Mikros mit, die Anlage, Sampler. Das wird wohl kaum erlaubt sein. Dann gibt's keine gute Musik auf dem Mars. Da ist wirklich recht. Zum Aufzug gehen wir nachher hin. Lass das mal. Ich will mich ein bisschen umgucken hier. Dieses Modell schlägt eine Terraforming- und Besiedelungsinitiative auf dem Mars vor. Unsere Nachbarn im Sonnensystem. Die Nutzung der reichlichen Wasservorräte und Maßnahmen gegen die niedrigen Temperaturen ermöglichen hier ein Leben auf dem roten Planeten. Hier eine kleine Gemeinde auf dem Mars. Hier fehlen Cafés und Straßenkunst. Hier gab es sowas nicht. Wir mussten 2 Stunden bis zum nächsten Museum fahren. Und wir standen alle Da gehen wir mal hier hin. Oh, lass uns spielen. Ach komm schon, das ist doch nur Buttonmashing. Du gibst dich geschlagen? Niemals. Los, schneller. Komm schon, du Rakete. Komm schon. Na los. Hab dich. Endlich bin ich mal besser als du. Aber nicht lange. Trophäe Kampfgeist. Cool, dann lassen wir das mal. Okay, da kann man nirgendwo hin. Okay, alles klar. Nett von deinem Dad, dass er uns gefahren hat. Hätte er die Sirene angemacht, wäre es schneller gegangen. Das wäre auf jeden Fall ein Auftritt gewesen. Dieser Roskau-Rover, der aktuell Mondfahrzeugen nachempfunden ist, kann bemannt oder unbemannt eingesetzt werden. Er kann Mineralien transportieren und Wasserquellen aufspüren. Wäre somit für Marserkundungen geeignet. Scannt nach Mineralien? Transportiert Leute durch giftiges Ödland? Was kann es nicht? Stell dir mal vor, damit die 5. runterzufahren. Weg da, Fußgänger! Ja, klar, Miles. Würdest du ins Weltall ziehen? Also, wenn du könntest. Nur wenn meine Familie mitkäme. Ich würde es nicht allein machen. Ich schon. Staatliche und private Raumfahrzeuge erforschen die Erde, das Sonnensystem und die Galaxie. Für die Kommunikation werden Funkantennen eingesetzt, die Nachrichten lokal und interstellar senden und empfangen können. Genau. Die Soundqualität ist bestimmt der Hammer. Nicht aus dem All? Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Oh, unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, wir brauchen keine. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Trotzdem danke. Also müssen wir anders rein. Sie sagte, es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flur dahinter führt um den Aufzug herum. Wir können doch nicht einbrechen. Wir müssen. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Hoffentlich werden wir nicht erwischt. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt nur so ein Traum irgendwas. Verschlossen. Ich kenne solche Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir an den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch, wir müssen nur etwas Reflektierendes unter der Tür durchschieben. Etwas Reflektierendes. Okay. Und es wäre gut, wenn es variabel wäre. Variabel? Meinst du damit formbar? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Klappe. Okay. Wir brauchen was Reflektierendes. Und etwas, das unter der Tür durchpasst und beweglich ist. Warte. Hier. Da ist doch was. Oh. Nanu? Solarspiegel mit Kleber auf der Rückseite. Perfekt für ein lichtempfindliches Schloss. Nimm an. Die Sticker sind kostenlos. Du kannst dir ruhig einen nehmen. Cool.
Willst du dir den ganzen Tag anstarren? Nee. Oder? Ich hab gar nicht gewusst, dass wir den nehmen können. Okay, nicht gleich. Jetzt brauchen wir etwas, das unter der Tür durchpasst. Mal schon was trinken, dann geht's gleich weiter. Wir müssen hierbei aber echt super duper leise sein. Ich bin Meisterin der Irreführung. Du etwas, das lang und flach ist. Etwas, das beides sein kann. Gibt's hier was? Wie wär's mit den Legierungen beim Aquarium? Hä? Gute Idee. Legierung im Aquarium. Okay, dann lass uns zum Aquarium kommen. Falsche Seite war. Ja klar, falsche Richtung meine ich. Das Exponat beim Aquarium über veränderliches Metall. Das sollten wir uns ansehen. Okay, das ist das Aquarium. Okay. So. Ah ja, klar, schon beim Aquarium. Oh, ich bin ja doof. Hier ist ein Aquarium. Okay. Irgendwas soll ich hier beim Aquarium finden. Okay, warte mal. Vielleicht ist hier hinten irgendwas. Ja, vielleicht besser, wo uns die Leute nicht sehen. Noch besser. Weil nicht, dass wir hier Ärger kriegen irgendwie. Los jetzt! Die Uhr tickt. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich weiß, ich such doch was. Meine Güte, nerv doch nicht. Irgendwas hier beim Aquarium. Ja, wenn es mir nichts anzeigt, verdammte Axt. Was soll ich machen? Warte. Etwas Flaches, das du unter die Tür hindurch kriegst. Okay. Hier ist ja das Aquarium, oder was soll ich denn? Worauf warten wir noch? Hallo, dann hilf mir suchen. Dann such doch du mal selber nach irgendwas, was man brauchen. Verdammt, und lass mich nicht hier dauernd selber suchen. Ein Hilfsgefäß. Sorry. Ich wollte gerade nicht so laut sein. Ein Hilfsgefäß suchen. Meine Güte, ey. Es zeigt mir hier nichts an, was ich hier nehmen könnte. Wenn du genau weißt, nach was wir suchen, dann helf suchen und hol's. Wenn du genau weißt, nach was wir suchen. Meine Güte, ey. Warte, finde Werkzeug, um öffne die Tür. Ja, toll. Hier ist aber nichts. Ernsthaft, hier ist nichts. Okay, hier war nichts, tut mir leid. Wenn du was willst, dann hilf mir suchen, gefälligst. Dann geht's schneller, als hier da und hier so rumzudrängeln oder quengeln. Statt hier zu quengeln, hilf mir zu suchen. Und wenn du genau weißt, was wir brauchen, dann hol's einfach, statt hier Befehle zu geben.
Ich hasse sowas nämlich. Wenn man hier mich drängt und mich hier nervt und man jetzt selber nichts sucht und selber aber nichts machen. Mich jeden Scheiß alleine machen lassen, aber selber nichts dafür tun. Ernsthaft, wirklich. Los jetzt, worauf warten wir? Ich gehe jetzt, tschüss. Dann geh. Das wollte ich mich gerade verarschen irgendwie. Hey, was ist? Hilf mir suchen, wenn du irgendwas brauchst. Und wenn du genau weißt, nach was wir suchen, dann. Formgedächtnislegierung. Ich kann die Form über die Museums-App ändern. Völlig verrückt. Ist es ein Metamaterial? Ja, nimm es. Lass dich nicht erwischen. Ich hab's. Weg hier. Oh Mann, tut mir leid. Alles gut. Ich kleb den Sticker auf. Und dann ist die Tür dran. Meine Fresse. Die Tools sind direkt mit dem Computer des Kommandomoduls verknüpft. Wir könnten die Leute, Idee übernehmen mit einem neuralen Interface. Anders, Leute, soll ich euch was sagen? Ihr seid so doof, wirklich. Warum sagt ihr beim Aquarium? Das ist entweder genial oder richtig, richtig dumm. Wenn wir irgendwann unser Forschungslabor haben, wird. Was ich nicht verstehe. Ich hab Licht. Sag mir, wenn der Sticker auf den Sensor gerichtet ist, dann mach ich's an. Noch hat uns niemand gesehen. Schnell jetzt. Teilweise. Warte, Form ändern, warte mal. Alter, wo ist der Sticker? Hier. Wenn es so geht, okay. Taschen am Bahn. Es hat geklappt. Geschafft. Meine Fresse, ey, wirklich. Leute, dann sag doch das gleich. Und sag das nicht. Das war Wahnsinn. Ja, toll. Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. Wovon redest du? Hallo? Du bist ab nächste Woche an der Brooklyn Visions. Ich nicht? Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Wir sehen uns trotzdem. Du wirst beschäftigt sein. Nicht so beschäftigt. Ich werde schon Zeit finden. Ganz ehrlich. Okay, los geht's. Okay. Jetzt wird's schnulzig. Los, gehen wir hoch. Leute, dann sagt nicht beim Aquarium, dann sagt auch genau, was ihr wollt. Und sagt nicht beim Aquarium, Alter. Was soll der Scheiß? Kommst du? Ich bin noch hier, meine Güte, nerv nicht. Hey, Dad. Hey, Miles. Hi, Mr. Davis. Finn lässt grüßen. Ciao, ciao. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Doch, das ist eine große Sache. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Zweiter Stock. Na also, unser Projekt ist da hinten. Dann gleich euch bestimmt unser Konverter angeschlossen ist? Der ist ansonsten nicht sinnlos, aber sie müssen Biomasse zuführen. Vielleicht aus einem Mülleimer. Mhm. Die Oscorp-Wissenschaftsstation auf einem von zwei stabilen Lagrange-Punkten zwischen Erde und Mond gelegen, könnte eines Tages das Zuhause von Wissenschaftlern und Forschern sein.
klar. Es wäre so cool, in einer Raumstation zu wohnen. Das glaube ich dir mal jetzt wirklich. Ernsthaft. Kernenergie ist der Schlüssel zur weiteren Erkundung des interstellaren Raumes. Treibstoffeffizienz und Transport werden entscheidende Komponenten bei der Besiedelung der Planeten unseres Sonnensystems sein. Und darüber hinaus. Oscorp Atomreaktor. Rick arbeitet gerade an etwas, das Atomenergie überflüssig machen soll. Erfahren wir auch, was das ist? Nein, Roxxon hält das super geheim. Was haben wir hier schon? Der Anbau von Pflanzen in nährstoffreichen Flüssigkeiten, sogenannte Hydrokulturen, könnte Ackerbau im All Realität werden lassen. Ob damit im All Blumen wachsen können? Sie sind vermutlich mehr an Essen interessiert. Wieso? Willst du jemanden beeindrucken? Ich will vorbereitet sein. Falls ich mich in eine süße Astronautin verknalle. Okay. Dieser Motor, beim Apollo-Raumfahrtprogramm eingesetzt, gehört zu den kraftvollsten Erfindungen, die Flüssigbrennstoff nutzen. Heute baut Oscorp auf dieser Technologie auf, um die Treibstoffeffizienz zu maximieren und so weitere Raumforschung zu ermöglichen. Die kraftvollste Einzeldüsenflüssigkeitsrakete, die je gebaut wurde. Sowas würde ich auch gerne bauen. Wow. Echt schön, wie es von oben aussieht alles. Genial. Warte. Oscorp finanziert die coolsten Forschungen. Ist das dein Traumberuf? Oscorp-Wissenschaftlerin? Nee, ich sehe mich nicht in einer großen Firma. Aber Forschung wäre schon cool. Hier. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit verdanken wir dem Apollo-Raumfahrtprogramm, die Mondlandung. Seitdem träumt die Wissenschaft davon, weiter ins Sonnensystem vorzubringen und es schließlich zu besiedeln. Mondfähre aus dem Apollo-Programm. Hey, wir könnten die Zeitkapsel danach benennen. Wie viele Apollo-Missionen gab es? 16... 17, glaube ich. Apollo 18. Gefällt mir. Unser Projekt. Dein Dad wollte ein Foto mit dir und dem Konverter. Salve. Ohohohoi. Na, sieh mal einer an. Echte, preisgekrönte Wissenschaftler. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Kostet extra. Wie bist du reingekommen? Hab ein Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Du musst auch mit drauf sein. Du hast uns schließlich geholfen. Okay, okay. Gut, gut, gut. Rück mal. Okay. Sag Alene! Das werde ich nicht sagen. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder Spider-Man. Kann das sein? Ja. Ja. What the hell? Sie schon wieder. Finn, du musst wissen, ich höre dir nicht mehr zu. Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Okay, geteilte Geschichten. Okay, cool. Okay, dann kommen wir jetzt hier. Okay. Okay. Ja, komm mal her jetzt hier. Mal jetzt hier die Kante und bam. Alter, Nervenschnitt, okay?
zusammen. Du bist nur ein Kind. Komm raus und kämpfe. Ah, hätte ich das auch vormachen können gerade. Okay, dann komm mal her, mein Freund. Du kommst nicht gegen uns alle an. Ach, wirklich? Glaubst du das wirklich, dass ich gegen euch nicht alle ankomme? Dann täuschst du dich, mein Freund. Dann täuschst du dich leider. Tut mir leid. Du willst kämpfen? Dann los! Ja. Und ciao. Nicht dein Glückstag heute. Sorry. Oh, kommt schon! Das ist mein Lieblingsmuseum! Okay. Und das nenne ich mal ein Klasse. Deine Maske hänge ich mir an die Wand. Oh ja, klar. Das wird wirklich gar nicht mit mir. Jetzt schon hier rüber. Pam. Tja. Jetzt haben sie ein Problem. Okay. Ja klar, ihm wollten wir gar nichts tun, von wegen. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ach nee, wirklich? Was war das? Komm schon, Spider-Man! Kämpfen wir! Helft mir! Komm mal jemand rüber! Du bist okay. Ganz allein! Wir sind eine Armee! Schön für euch, dass ihr glaubt, dass ihr eine Armee seid. Schön für dich. Was ist das? Kann's kaum erwarten, dich zu erledigen, Spidey! Der Underground ist jetzt hier und auch ein Roxxon-Panzer. Alle Straßen aus Harlem raus sind blockiert. Wo bist du? Bei eurer Wohnung. Wir suchen Unterschlupf. Geht zu Theos Bodega. Ich komm bald nach. Wir beschützen alle, solange wir können. Klar, mach das. Muss sie ausschalten, bevor ich nach Harlem gehe. Gut, dann muss ich mir schon anfallen lassen gerade. Zwei Spider-Man, ja? Bist du der billige Abschluss? Hey, mach mal Pause. Raus, Spider-Man. Ein Angriff! Er ist noch hier! Mhm. Du bleibst hier, Alter. Nix halt, du hast nicht, ja, Walter. Einfacher als ich dachte. Da jemand! Yeah. Okay. So. Bin schon da! Eso me gustó. Und
Gute Nacht. Mhm. Das hier geht dich nichts an. Und schon. Ja, hallo. Hallo, again. Hey, ich könnte hier Hilfe brauchen. Nach dir. Was ist los jetzt? Verschwinde hier. Komm raus und kämpfe, du Hochstapler! Ah, denkt ihr. Ich kämpfe, aber ihr kämpft nicht. Was ist denn, Smiley? Hast du Angst? Ich und Angst? Nee, tut mir leid, leider nicht. Hab was gehört. Da drüben. Was denn? Leute, Spider-Man könnte hier sein. Okay, ich bin da. Letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere! Aufgepasst! Ich wusste, ich schaff das. Ja. So. Du willst also ein Held sein? Beweis es! Ich mach dich alle! Okay. Was ist los? Der schon hin, dieser Trottel. Oh, wow, 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 Alter, wie viel sind das von denen? Alter, wie viel gibt's denn hier? Das war's hier für dich! Ja. So. Ja, ja, hier, nimm das. Hm. Eine kleine Megasau, so haben wir hier. Okay. Dann wir uns liegen bleiben hier. Ist das deins? Ja. Und underground, ciao. Ich muss zurück nach Halle. Jetzt, bevor Finn den Reaktor zerstört. Okay. Raus hier. Bam. Yankee, melde dich. Wie läuft die Evakuierung? Schlecht. Aufstieg. Einzeln. Es ist wie im Krieg. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja, vor ein Dutzend Leute, aber wir sind gefangen. Ich höre dich nicht. Hm. Wo bist du? Okay. Yankee. Okay. Wenn du mich hörst, ich bin unterwegs. Haltet durch, Mann. Bitte.